Hallo, ich bin Sarah. Und ich bin Clara. Wir machen heute eine Umfrage für den Beruf Fachkraft für Lagerlogistik. Viel Spaß! Was stellen Sie sich unter dem Beruf Lagerlogistik vor? Also Fachkraft für Lagerlogistik, die arbeiten, glaube ich, in großen Unternehmen, zum Beispiel wie bei der BLG. Und die haben mit Containern zu tun, mit Gabelstaplern, mit Hochregallagern und sorgen dafür, dass die Container oder die Ware an irgendeinem richtigen Ort steht. Ja, das ist dann jemand, der sich, glaube ich, um Sachen kümmert, die aufbewahrt werden oder eben halt ausgeliefert werden. Und der weiß genau, in welchem Regal das steht und wer das rausholen muss. Vieles läuft ja heute auch schon elektronisch. Es gibt ja das große Hochregal, da läuft dann alles elektronisch. Das heißt, man sitzt am PC und der Computer sucht sich die Ware selber raus. Das ist ja auch schon eine feine Sache. Sie ist ein Beruf für Mädchen oder eher einer für Jung? Und warum? Also man kann das auch als Mädchen machen, da bin ich mir sehr sicher. Ich habe nämlich mal mit einer jungen Frau gesprochen, die eine Ausbildung macht zur Fachkraft für Lagerlogistik. Und sie hatte daran große Freude an dem Beruf, vor allen Dingen im Wareneingang fand sie es spannend. Aber sie hat mir erzählt, dass 90% ihrer Kollegen in der Berufsschule Jungs sind. Aber sie fand, dass man da gute Chancen hat, als Mädchen oder junge Frau als Fachkraft für Lagerlogistik zu arbeiten. Also ich finde, das ist in der heutigen Zeit kann das jeder ausüben, ob Frau oder Mann, weil durch Hilfe der Technik ist es eben halt möglich, mit Stapelfahrern, mit Hochregallastenhebern eben halt auch als Frau eben halt größere Sachen darunter zu bekommen. Und die Frage ist nur, weil es noch eine relativ männerdominierte Arbeitswelt ist, ob die Frau sich da gerne durchbeißen möchte. Aber ansonsten denke ich mir, kann man das auch als Frau oder als Mann gut ausüben. Ich denke mal, im Wandel der Zeit hat sich da einiges geändert. Also von daher denke ich mal, können sowohl Männer als auch Frauen den Beruf gut ausüben. Okay. Finden Sie den Beruf interessant und wenn ja oder nein, warum? Ich glaube, das ist ganz spannend, da in den Betrieben zu arbeiten, weil da auch so riesige Warenmengen bewegt werden. Und das stelle ich mir spannend vor. Die Leute sind auch ganz schön viel an der frischen Luft. Für mich persönlich wäre das nichts. Ich habe aber auch schon meinen Traumberuf gefunden. Ja, ich finde, ihn wird wahrscheinlich zukünftig sehr interessant werden, weil wenn man so denkt, was Amazon vorhat in seinen Großlagern, eben halt das teilweise auch mit Drohnen auszuliefern, vielleicht ist dann auch der Lagerlogistiker auf einmal Steuermann einer Drohne und so und liefert die Pakete gleich auf. Also ich denke, es ist sicherlich ein interessanter Beruf. Die Frage ist, ob sich der Verdienst eben halt dementsprechend auch anpassen wird. Das ist meine Meinung. Ich denke schon. Von daher, es wird ja immer Ware gebraucht. Und von daher wird auch immer was gehen. Also von daher passt das schon. Okay, danke schön. Also wir sind hier jetzt mit Frau Müller verabredet. Sie ist Fachkraft für Lagerlogistik. Und wir würden gern wissen, wie Ihr Arbeitstag aussieht. Also zuallererst, ich prüfe natürlich Waren auf deren Beschaffenheit und Menge. Ich prüfe deren Begleitspapiere und ich nehme natürlich auch Ware an. Okay, danke schön. Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen? Also ich habe, als ich kleiner war, ein Praktikum gemacht in der Schule. Dort hat es mir unglaublich gut gefallen, dass ich mir dachte, ich muss diesen Beruf einfach machen. Generell, mir hat es schon immer Spaß gemacht, Sachen einzusortieren und ja. Okay. Genau, gefällt Ihnen an dem Beruf? Also mir gefällt einfach, dass der Beruf so abwechslungsreich ist. Man ist immer an verschiedenen Orten und natürlich, wie ich schon gesagt habe, das Einsortieren und das Überprüfen. Okay, danke schön, das war's auch schon. Reportage. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Und das nächste Mal geht es dann weiter mit dem Beruf Kriminalpolizei. Bis dann.